Zum jetzigen Zeitpunkt ist es genau 3 Wochen her, dass ich meine Garnelen bekommen habe. Falls du das Video noch nicht gesehen hast, findest du das hier oben verlinkt. Und in den 3 Wochen ist mir jetzt schon einiges aufgefallen und deswegen werde ich einige Änderungen an diesem Becken vornehmen. In den ersten 10 Tagen waren sie relativ zurückhaltend und haben sich permanent versteckt. Da hatte ich dann, weil ich noch relativ neu bin und ein bisschen besorgt war, auch eine Umfrage auf Instagram gemacht. Da wurde ich aber von allen beruhigt, dass das bei vielen so war und dass sich das bald bessern wird. Das ist mittlerweile auch eingetreten. Also viele der Garnelen sind jetzt sehr, sehr aktiv. Und ich habe sie jetzt schon ein paar Mal gefüttert mit Futtersticks von Garnelen4U. Genauer gesagt der Sorte Brennnessel und Spinat bis jetzt. Da werde ich aber noch andere Futtersorten austesten, die ich auch noch bestellt habe. Die Fütterungen verlaufen eigentlich ganz gut. Ich merke aber, dass die Garnelen nicht alle immer dran sind und dass auch immer was übrig bleibt, was ich dann wieder rausfische. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass die Garnelen noch relativ viel Futter da haben. Es sind ja im Moment auch nur 20 in diesem Becken. Und da ich mit dem Bug der AE auch immer noch das Wachstum vom Biofilm anrege, gehe ich mal davon aus, dass immer noch genug Aufwüchse da sind und sie deswegen einfach nicht so großen Hunger haben. So, jetzt aber zu den Dingen, die mir aufgefallen sind. Und zwar habe ich bemerkt, dass immer, wenn ich das Licht, so wie es jetzt oben ist, direkt aufs Aquarium draufleuchten lasse, dass die Garnelen sich instinktiv immer zurückziehen und entweder unter dieses Blatt krabbeln, was hier vorne liegt, oder in die Röhren gehen, die auch extra dafür gedacht sind, und sich unten in die Blätter von der Anubias reinsetzen und quasi Schutz suchen. Das ist mir jetzt schon öfter aufgefallen und ich habe lange drüber nachgedacht und vermute einfach, dass sie sich nicht unbedingt sicher fühlen, wenn sie so in voller Helligkeit sich in den offenen Flächen hier ohne Deckung bewegen. Deswegen habe ich überlegt, was ich da so für Maßnahmen ergreifen könnte und habe mich dann dazu entschieden, einmal Schwimmpflanzen und etwas längere Stängelpflanzen mit in das Becken zu integrieren. Zu den Stängelpflanzen wisst ihr vielleicht noch, dass ich diesen Bodengrund hier ja extra ausgewählt hatte, da der so schön grob ist, dass sich da eben keine Stellen bilden, wo sich irgendwas anstaut und dann anfängt zu faulen oder zu gammeln. Dadurch ist er natürlich auch überhaupt nicht geeignet, damit irgendwelche Stängelpflanzen da anwurzeln können, weil die Schicht ist einfach nicht dick genug und richtig halt werden die da nicht haben. Aber das ist relativ leicht gelöst. Ich werde einfach ein kleines Gefäß machen mit anderem Substrat, was ich dann mit rein integriere. Dazu aber später mehr. Jetzt erstmal zu den Schwimmpflanzen. Da habe ich mich nämlich für Philanthus fluitans entschieden. Sieht eigentlich relativ schön aus auf dem Bild tatsächlich. Hat auch so ein bisschen so einen rötlich-orangenen Stich. Und die müsste eigentlich relativ einfach sein, steht hier oben. Wenn man mal auf die Rückseite guckt, sieht man, Temperatur sehr variabel und pH-Wert auch sehr variabel. CO2 ist ja egal, weil die das ja über die Blätter aufnimmt und da ja an der Luft ist, also deswegen atmosphärisch. Und ich glaube, die müsste hier eigentlich ganz gut klarkommen. Dann würde ich sagen, packen wir die einfach zusammen rein. Auch wenn es so aussieht, ist das hier unten in den meisten Fällen kein Wasser, sondern irgendeine Nährlösung. Deswegen sollte diese Lösung nicht mit ins Aquarium kommen, sondern ihr solltet die Pflanzen einmal kurz abwaschen, bevor ihr sie reintut. Das ist aber auch keine große Sache. Ihr nehmt einfach eure Pflanzen vorsichtig raus und setzt sie einmal hier in ganz normales Leitungswasser rein. Das wascht ihr dann hier einfach mal so kurz durch. Und jetzt können wir die Pflanzen ohne Bedenken einsetzen. Das sieht jetzt nach noch nicht so viel aus, aber in der Regel vermehren sich solche Schwimmpflanzen relativ schnell. Und durch die Vermehrung und das Wachstum exportieren sie auch noch Nitrat und andere Dinge aus dem Wasser raus und helfen euch somit auch noch bei eurer Wasserqualität. So, ihr seht, jetzt ist ja schon etwas mehr Aktivität drin, alle noch aufgeregt und am Rumwuseln, weil ich die Schwimmpflanzen reingemacht habe. Jetzt aber zu den Stängelpflanzen. Und zwar habe ich mir dafür ja überlegt, ein Pflanzgefäß zu machen und habe jetzt einfach so einen Boden von so einer klassischen PET-Flasche genommen, abgeschnitten und mit Soil befüllt, Aquarienzoll, ganz normaler. Für diejenigen von euch, die nicht wissen, was Soil ist, Soil wird vor allem im Aquascaping genutzt und ist ein Bodengrund aus, ich glaube, gebrannter Erde oder sowas ist das. Das ist ein sogenannter aktiver Bodengrund, weil er die Wasserwerte in der Hinsicht beeinflusst, dass er die Möglichkeit hat, Ionen aufzunehmen und somit den pH-Wert senkt. Da es aber bei mir jetzt so eine kleine Menge ist, sollte der meine Wasserwerte nicht großartig beeinflussen. Und da werde ich, wie gesagt, ein paar Stängel Rotala reinpflanzen, genauer gesagt Rotala Hara. Und die hatte ich schon in meinen anderen Becken und die macht sich bei mir immer sehr gut, auch ohne CO2 und besonders starkes Licht. Und oben drüber werde ich dann noch ein bisschen Weeping Moos machen, damit die Garnelen nicht anfangen, diese kleinen Zollkügelchen hier, die ja relativ leicht sind, rauszuholen und im ganzen Becken zu verteilen. Und dann würde das Ganze hier ja gar keinen Sinn mehr machen. Kleiner Tipp, in nassen Zoll zu pflanzen ist meistens einfacher als in trockenen Zoll. Deshalb besprühe ich das einfach ein bisschen mit Wasser, damit das Einpflanzen leichter wird. Als erstes pflanze ich die Rotala hier ein.
Und jetzt packe ich, wie gesagt, noch überall ein bisschen Moos dazwischen, damit meine Garnelen meine Arbeit hier nicht ruinieren. Und natürlich sieht es damit auch noch mal ein bisschen schöner aus, als wenn da einfach nur der schwarze Soil da liegt. So, ich versuche ganz langsam das hier reinzusetzen. Aufpassen, dass ich keine kleine Garnele zermatsche. Ihr könnt ja gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, ob ihr glaubt, dass die beiden Maßnahmen bei dem Problem helfen und ob die Garnelen dann ein bisschen aktiver sind und sich sicherer fühlen, in der freien Fläche rumzukrabbeln und im freien Wasser rumzuschwimmen. Falls ihr was Ähnliches schon mal hattet, könnt ihr auch gerne dazu schreiben, was ihr dann gemacht habt und ob das geholfen hat oder nicht. Es wird auf jeden Fall auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ihr die Garnelen hier auf dem Kanal seht. Es sind schon ein paar Videos geplant, eins davon speziell zur Fütterung von den Garnelen. Und ihr werdet da nicht nur ein paar Videos aneinandergereiht sehen, wie die Garnelen die Futtersticks fressen, sondern ein bisschen spezieller auch ein paar nützliche Tipps, die euch sicherlich interessieren werden. Zusätzlich ist gerade noch ein anderes, größeres Projekt in den Startlöchern, was euch sicherlich auch sehr gefallen wird. Also falls ihr das beides nicht verpassen wollt, kann ich euch nur empfehlen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr die beiden Videos nicht verpasst und auf jeden Fall direkt benachrichtigt werdet, falls ich die hier hochlade. Vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Das hat mich wie immer sehr gefreut. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dann.